Everything that brought me alive. All like nonsense, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Da ist er. Der Akata. Das ist einfach FIFA 21 raus, ne? Ein gutes Pack dafür. Okay, nächstes Pack. Wir haben diesmal ein Premium gemischtes Spielerpack. Nur Spieler, 12 Spieler, 4 Gold, 4 Silben, aber 6 sind selten. Es sind 6 davon selten und das ist das Besondere einfach. Da könnte wirklich was drin sein. Also kann sein, dass wieder Müll drin ist. Es ist Müll, aber es hätte auch gut sein können. Obwohl Deo Lofeo geht sogar klar eigentlich. Den hätte ich gerade gebraucht. Das sind die Spieler, die halt alle noch was bringen. Die kann ich alle verkaufen. Das sind alles 1000 Münzen. Das sind alles 1000 Münzen. Auch der von Inter. Der wird sicher auch was. Ja, obwohl der dann doch nicht ganz so viel. Was kostet ein Deo Lofeo? Auch 3k. Das nimmt man mit. Ich habe halt nur 2k dafür bezahlt. Das nimmt man mit. Gutes Pack. Ich überleg's mir. Ihr seht's ja. Ich kündig's auch bestimmt nochmal an. Wir haben jetzt 8 Zuschauer. Wir machen die 2 geilen Packs jetzt auf. Komm schon. Seltenes Spielerpack. Da kann was Gutes dahinter sein. Da kann was so Gutes dahinter sein. Ich will jetzt was Gutes sehen. Ich will jetzt was richtig Gutes sehen. Komm schon. Nein. Aber Cancelo ist gut. Cancelo nehme ich mit. Cancelo ist geil. 18k. Cancelo ist nice. Und Pepe. Auch nochmal 15. Okay, das ist gut. Ja, nehme ich mit. Cancelo und Pepe ist gut. Cancelo und Pepe ist sehr gut. Nehme ich mit. Pepe 15k, Cancelo auch. Sind 30k. Richtig geil. Nice. Gut, dann haben wir jetzt aber immer noch das seltene Megapack. Komm. Ich brauche nicht mal ganz so gut wie gerade, aber schon was Gutes. Nicht komplett scheiße. Komm. Jimenez ist okay, aber ist noch was dahinter? Player Pick, Romero, Gamero. Hunter. Kostet Hunter was? 4K, nehme ich alles mit. Leipzig Wappen, wie viel Wappen sollen drin sein? Ja. Sahavi einfach bei Ding ist, ne? Bei Eindhoven. Okay, Player Pick. Oh mein Gott. Wen soll ich da nehmen? Hä? WTF? Wie viele OP-Spieler sollen in dem Player-Pick drin sein? Ja, schon ein paar. Hä, hey, wie gut ist dieser Player-Pick? Schon Davis, ne? Der kostet 57k. Wie gut ist dieser... Hä, das war ja mal saukrass. Dieser Player Pick. Der kostet 57k. Richtig geil. Und plus ein Richarlison auch noch, ne? Ey, wie viel... Ich habe komplett viel einfach OP-Spieler gezogen, ne? Ich habe so viel OP-Spieler gerade gezogen. Da mache ich nur ein Megapack. Da mache ich das hier, würde ich sagen.
bei Hybrid liegen. Das kostet 14k. Das kann man easy machen. Das war ja der hier, ne? Gut, letzte SPC, Megapack. Ich habe nochmal ein Megapack. Ich hatte viel Packluck. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen krassen Spieler. Ich hätte natürlich gern einen, aber ich brauche nicht unbedingt einen. Komm schon. Das ist halt echt gut, ne? Da kann man sich auf keinen Fall beschweren. Mount Ehre. Das ist richtig gut. Das kostet ein Rotri. 8k. Also ich war wahrscheinlich nicht rausgeholt, was ich für das Pack dann bezahlt habe am Ende. Da muss man aber natürlich noch mit bedenken, dass ich halt insgesamt noch ein seltenes Megapack bekomme. Und dafür zahle ich ja auch in jeder SBC drauf. Akanji und Gulashi ist bestimmt besser, also ist safe besser. Aber schaut von den Links halt tausendmal schlechter aus. Weil Chan ist dadurch komplett overlinked. Mbabu ist komplett overlinked. Klostermann ist dadurch noch mehr overlinked. Akanji ist overlinked. Und Gulashi ist overlinked. Und so ist es halt noch ein bisschen kreativ.